Kennt ihr das? Ihr wollt nur mal kurz Insta checken und dann guckt ihr auf die Uhr und ihr habt einfach 20 Minuten auf dieser App verbracht, in denen ihr eigentlich aufräumen, lernen, was kochen wolltet. Also mir geht es zumindest ständig so und statt dann halt aufzuräumen, habe ich irgendwie ein Bikini gekauft, mir einen Avocado-Toast angeguckt und irgendwie, ja, wild rumgescrollt. Und ich habe tatsächlich deswegen schon mehrmals überlegt, diese App zu löschen. Und generell wird ja in letzter Zeit öffentlich ganz viel darüber geredet, wie schlecht Insta auch für die Psyche sein kann. Aber ist Insta nicht auch eigentlich was Positives? Kann es uns was Positives geben? Genau dazu forscht Hannes. Er ist sich nämlich sicher, dass Insta gar nicht so schlecht für die Psyche ist, wie gerade immer alle behaupten. Der ist hier live bei uns im Studio und steht euch nachher auch für Fragen zur Verfügung. Also schreibt gern fleißig alle eure Fragen in den Chat. Die stelle ich ihm dann nachher. Und jetzt viel Spaß mit Hannes. Hi. Ich freue mich voll, dass ich heute hier sein kann. Ich wurde gerade schon so super nett anmoderiert. Nur noch kurz, ich bin Hannes Krause, ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Und wir machen da ziemlich coole Sachen. Wir betreiben Forschung. Und zwar Forschung zur Digitalisierung. Das heißt, wir gucken uns an, was die Digitalisierung mit uns macht, wie sie unser Leben verändert, wie sie uns selbst verändert, wie sie unsere Gesellschaft verändert, wie sie politische Entscheidungen verändert. Im Grunde genommen so alle Aspekte unseres Lebens, die durch die Digitalisierung beeinflusst werden. Zusammen mit meinen super hervorragenden Kolleginnen der Universität Potsdam haben wir eine Forschungsgruppe, in der wir uns angucken, inwieweit digitale Technologien unser Wohlbefinden beeinflussen. Also was digitale Technologien mit uns machen, ob wir uns gut fühlen, ob wir uns schlecht fühlen, ob sie schlecht sind für unsere mentale Gesundheit, ob sie gut sind, auch für unsere physische Gesundheit. All das gucken wir uns an. Ich persönlich in meiner Forschung habe mich fokussiert auf Social Media. Das heißt, ich gucke mir an, wie sich Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, you name it, auf uns auswirkt. Darüber, wie wir über uns selbst denken, wie wir mit unseren Freunden umgehen, wie wir andere Leute wahrnehmen, all das schaue ich mir an und letztendlich eben, was es mit unserer Psyche macht. Psyche spielt, also ist tatsächlich ein ganz großes Stichpunkt in meinem Leben. Ich bin nämlich nicht IT-Spezialist und gucke mir jetzt nicht an, wie Social Media so von der technischen Seite funktioniert, sondern ich bin Psychologe. Das heißt, ich habe in meinem Studium und in meiner Ausbildung gelernt, wie ich das Verhalten, die Gefühle und die Einstellung von Menschen und auch von mehreren Menschen in sozialen Gruppen verstehen kann, erklären kann und vorhersagen kann. Und das ermöglicht es mir natürlich, mir gut anzugucken, was auf Social Media eigentlich passiert. Denn Social Media, sind wir mal ganz ehrlich, runtergebrochen ist es eigentlich nichts wirklich Neues, Krasses, was da passiert. Und es ist nichts, was völlig anders und neuartig abläuft, sondern letztendlich ist es einfach nur ein Pool, an dem extrem viele Leute an einem Ort gleichzeitig zusammenkommen können. Mittlerweile sind es, glaube ich, mittlerweile so 4 Milliarden aktiver Nutzer von mehreren Social Media Plattformen. Also wir haben eben die Möglichkeit, mit 1000 Leuten in Kontakt zu kommen. Und entsprechend soll es in meinem Talk jetzt darum gehen, was es denn eigentlich mit uns macht, wenn wir die Möglichkeit haben, mit so vielen Leuten zu interagieren und wenn wir so viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen. Da würde ich jetzt gerne einmal schon mal so ein bisschen reinsteigen. Und zwar gibt es hier auf der Plattform so ein super cooles Tool, mit dem man so Umfragen durchführen kann. Und ich würde jetzt gerne mal direkt die Frage an euch richten, bevor ich weitermache. Was ihr denn eigentlich denkt, was Insta mit uns macht? Ob uns Insta eher gut tut oder eher schlecht tut? Nutzt gerne dieses Tool, was gleich aufpoppen sollte. Gebt mal eure Antworten ab. Ich würde mich total interessieren, was ihr so denkt. Ich würde jetzt kurz mal weiterquatschen und dann komme ich gleich auf das Ergebnis zurück. Genau, in diesem Talk soll es aber auch nicht nur um Social Media im Allgemeinen gehen, sondern vor allem, was Social Media in der aktuellen Situation mit uns macht, nämlich in der Pandemie. Ich erzähle euch nichts Neues und das ist irgendwie, man hört es immer wieder, aber es ist einfach so, die Pandemie ist einfach eine extrem krasse Herausforderung für uns alle. Die letzten 1,5 Jahre waren extrem hart und haben irgendwie unser Leben und alle Aspekte unseres Lebens vollends auf den Kopf gestellt. Wir sehen plötzlich unsere Freunde nicht mehr, zumindest nicht physisch. Wir gehen zum Teil nicht mehr zur Schule, sondern machen alles nur noch von zu Hause aus oder arbeiten von zu Hause aus und verbringen im Grunde genommen 24/7 in unseren vier Wänden. Und wir sind soziale Wesen, das heißt, jeder Mensch hat ein Grundbedürfnis danach, egal wie sehr er sich irgendwie manchmal einigelt oder wie outgoing eine Person ist,
wir alle haben so ein Grundbedürfnis danach, mit anderen Leuten Kontakt zu halten und so ein soziales Bedürfnis zu befriedigen. Und das ist natürlich gerade extrem angekratzt, wenn wir uns halt nicht mehr physisch mit Leuten treffen können. Und Social Media gerade jetzt scheint da wie so eine perfekte Auswegslösung, weil wir einfach die Möglichkeit haben, mit unseren Freunden weiter in Kontakt zu halten, neue Leute kennenzulernen, Einblicke aus dem Leben von anderen zu bekommen und auch Aspekte unseres eigenen Lebens zu teilen. Und entsprechend jetzt glaube ich, dass es super wichtig ist zu verstehen, wie Social Media was Social Media eigentlich mit uns macht und wie es die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, verändert. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon eure Ergebnisse abgegeben habt. Ich schaue mal, ich sehe es gerade. Tatsächlich denken nur 40%, dass euch die Nutzung gut tut und 60%, dass sie euch nicht gut tut. Das ist tatsächlich ganz interessant und das spiegelt auch irgendwie so ein bisschen das wider, was im Grunde genommen die Gesellschaft von Social Media denkt. Super häufig wird mir einfach die Frage gestellt, Hannes, ist Social Media gut oder schlecht für uns? Das ist so die Frage, die mir wirklich tagtäglich begegnet, sei es von Kollegen, von Freunden, wenn ich neue Leute kennenlerne und von meiner Arbeit erzähle, das ist immer so die erste Frage, die kommt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in dieser Frage eigentlich schon irgendwie eine Position irgendwie drin steckt und die Leute in der Regel eher skeptisch sind und sich denken, Social Media kann uns nur irgendwie, ist die große Verdammnis und wird die Art und Weise, wie neue Generationen aufwachsen, komplett verändern und wir verlernen, miteinander normal umzugehen. Ich glaube nicht, dass das Ganze so einfach ist und ich finde alleine auch schon die Frage so ein bisschen hohl, ehrlich gesagt, zu fragen, ob Social Media gut oder schlecht ist. Zum einen hat sich in der Vergangenheit, in der Historie immer wieder gezeigt, jedes Mal, wenn neue Technologien aufkamen, die neu sind und die disruptiv waren und krass waren, dann waren die Leute erstmal skeptisch und hatten Angst. Sei es im Mittelalter, als der Buchdruck erfunden wurde, sei es dann irgendwann, als das Radio erfunden wurde, das Fernsehen, das Internet. Jedes Mal, wenn was Neues, Krasses kam, waren die Leute in der Regel erstmal super skeptisch und dachten, dass das der Untergang der Zivilisation wäre. Aber in der Regel war das eben nicht der Fall. Und jetzt das Zweite, warum ich glaube, dass die Frage an sich, ob Social Media gut oder schlecht ist, eine hohle Frage ist, da würde ich jetzt weiter drauf eingehen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Frage nicht so schwarz oder weiß ist. Ich finde die Frage danach, ob Social Media gut oder schlecht ist, so ein bisschen die Frage danach, ob Essen gut oder schlecht ist. Hängt natürlich super krass davon ab, was ich esse. Wenn ich mich den ganzen Tag nur von Junkfood ernähre, dann ist es of course nicht gut für mich. Wenn ich mich aber gesund und ausgewogen ernähre, dann ist es gut und tut mir gut. Und so verhält es sich tatsächlich auch mit Social Media. Die Forschung hatte tatsächlich am Anfang so den ersten, also einen ähnlichen Ansatz. Als Facebook aufkam, haben sich die Leute in der Wissenschaft erstmal nur ganz grob angeguckt, was macht Social-Media-Nutzung. Haben Facebook-Nutzer mit Nicht-Facebook-Nutzern verglichen und zum Schluss kam dabei raus, dass man nicht viel mehr wusste als vorher. Also die Ergebnisse waren super unklar, die Effektgrößen gingen in unterschiedliche Richtungen, man wusste im Grunde genommen nicht, was es eigentlich macht. Und dann ist man halt hingegangen und hat sich angeguckt, was machen Leute denn eigentlich auf Social Media? Wie kann man diese Plattform nutzen? Und ihr wisst es selbst, wenn ihr irgendwie eure Insta-App öffnet, dann habt ihr im Grunde genommen 1000 Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Ihr könnt einfach euren Feed durchbrowsen, ihr könnt andere Leute euch angucken, ihr könnt einkaufen, ihr könnt euch Vorschläge, ihr könnt euch inspirieren lassen, ihr könnt selbst was posten. Ihr habt quasi einen breiten Blumenstrauß an Dingen, die ihr tun könnt. Und im Grunde genommen kommen eigentlich fast jeden Tag neue Funktionen dazu oder neue Plattformen, die auch einfach aufpoppen. Entsprechend macht es da wirklich Sinn, mal wirklich im Detail zu gucken, was machen Leute eigentlich auf den Plattformen. Und in der Forschung hat sich irgendwann durchgesetzt, dass es schon fast reicht, wenn man sich einfach nur so zwei große Nutzungsmuster anguckt und zwei Sachen unterscheidet. Einmal die aktive Social-Media-Nutzung und einmal die passive Social-Media-Nutzung. Die aktive Social-Media-Nutzung beschreibt quasi die Nutzung von Social Media, in der man sich aktiv in das einbringt, was auf den Plattformen passiert. Sei es, dass ich irgendwie mit Leuten quatsche, chatte, Likes verteile, Kommentare gebe. Oder sei es auch, dass ich selbst was poste, was tweete, eine Story hochlade, all das. Also wirklich die aktive Partizipation. Die passive Nutzung auf der anderen Seite ist so ein bisschen das Gegenstück dazu. Und wie der Name schon sagt, geht es da vor allem darum, dass man einfach nur die Inhalte, die man dort sieht, passiv konsumiert und sich so ein bisschen berieseln lässt. Wenn man zum Beispiel seinen Feed durchgeht und wie gerade schon gesagt wurde, plötzlich eine Stunde vergeht, in der man nichts anderes getan hat, als sich einfach nur andere Profile angucken. Das ist passive Nutzung. Und bevor ich euch jetzt sage, was es denn mit diesen beiden Nutzungsarten auf sich hat, würde ich eine weitere Umfrage starten, in der ich gerne mal wissen würde, wie ihr denn eigentlich Social Media hauptsächlich nutzt. Seid ihr eher aktiv unterwegs oder seid ihr eher passiv unterwegs? Die Umfrage müsste auch gleich wieder erscheinen.
Und ich würde so in 2 bis 3 Minuten nochmal wieder drauf zurückkommen. Und dann bin ich super gespannt, was ihr eigentlich hauptsächlich macht. Aber ich würde jetzt schon mal vorweggreifen und was zur aktiven Nutzung sagen. In der Forschung hat sich tatsächlich gezeigt, dass die aktive Nutzung von Social Media tatsächlich gut sein kann für uns. Das kann zum einen einfach daran liegen, dass wenn ich mit Leuten schreibe und mit Leuten Kontakt pflege, dass sich dadurch mein soziales Netzwerk einfach im wahrsten Sinne des Wortes erweitert. Dafür waren diese Plattformen ja auch eigentlich mal gedacht. Ich komme mit neuen Leuten in Kontakt, aus vielleicht anderen Kulturen, aus anderen Ländern, die andere Einstellungen haben. Und das ist natürlich super. Das erweitert unseren Horizont und das ist gut für uns. Und damit bauen wir soziales Kapital auf. Auf der anderen Seite hat sich aber auch gezeigt, dass wenn ich aktiv was poste, also selbst was hochlade, dann sind damit eine Reihe an positiven Effekten assoziiert. Zum einen, das hat eine Kollegin von mir herausgefunden in einer Studie, hat sich gezeigt, dass das Posten von Facebook-Status-Updates dazu führt, dass ich mich weniger einsam fühle. Und die Forschung geht davon aus, dass das daran liegen kann, dass wir einfach nur, wenn wir was posten, das Gefühl haben, dass da ein Publikum ist, was uns zuschaut. Das heißt, wir haben Leute, die sich für uns interessieren, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmen muss. Aber alleine diese Vorstellung kann eben dazu führen, dass wir uns weniger einsam fühlen. Zweiter wichtiger Punkt ist, das wird so ein bisschen belächelt, aber tatsächlich kriegen wir über Social Media super schnell Bestätigung. Das kann oberflächlich sein und das mag auch manchmal nicht so richtig der Wahrheit entsprechen, aber tatsächlich sind Likes und Kommentare nicht zu unterschätzen in ihrer Wirkkraft. In Studien hat sich gezeigt, dass Likes und Kommentare zum Beispiel das Belohnungszentrum in unserem Gehirn krass aktivieren, so als ob wir zum Beispiel irgendeine coole Süßigkeit essen zum Beispiel. Und darauf stehen wir Leute, wir lieben Zeichen von sozialer Anerkennung. Kurzfristig kann das tatsächlich dazu führen, dass sich unser Selbstwert erhöht, was cool ist. Auf der anderen Seite, und das ist was so ein bisschen vergessen wird, ist, wenn wir was posten und uns dazu entscheiden, mal was hochzuladen, dann machen wir das ja selten einfach nur so. Sondern wir machen das in der Regel so, dass wir uns Gedanken dazu machen, was ist denn eigentlich cool in unserem Leben? Auf was sind wir stolz? Was sind Dinge, die uns besonders wichtig sind? Was möchten wir gerne mit anderen teilen? Und alleine das darüber nachdenken, noch nicht mal das Posten unbedingt, sondern das alleinige darüber nachdenken, kann dazu führen, dass wir die positiven Seiten von uns besser sehen. Vor allem in Situationen, in denen wir irgendwie so ein bisschen unsicher sind, nicht so richtig wissen, wohin mit uns. Da kann das tatsächlich eine ganz gute Wirkweise haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr sagt, wie ihr Social Media eher nutzt. Und hier zeigt sich auch eigentlich ein ziemlich klares Bild. 32% von euch sagen, dass sie eher aktiv unterwegs sind und 68% eher passiv. Das spiegelt auch so ein bisschen das spiegelt die globalen Nutzungsmuster wieder. Die Leute sind in der Regel eher passiv unterwegs auf Social Media. Und jetzt tut es mir so ein bisschen leid, der Miesepeter zu sein in dieser ganzen Story. Denn in der Forschung hat sich tatsächlich gezeigt, dass vor allem die passive Social Media Nutzung mit einigen Risiken assoziiert ist. Leute, die viel und nur passiv das konsumieren, was sie dort sehen, kann dazu führen, dass sie unzufriedener sind mit ihrem Leben, dass sie zum Beispiel unzufriedener sind mit ihrem Körper, wenn sie viel Körperkult, der auf diesen Plattformen ja auch einfach irgendwie besteht, sehen. Was ist denn jetzt aber der Grund dafür, warum das so schlecht ist? Naja, der Grund dafür ist, dass wir Personen, wenn wir probieren wollen, uns selbst zu bewerten, also wenn wir uns überlegen, bin ich jetzt gut oder bin ich schlecht, dann machen wir das in der Regel nicht irgendwie in Isolation, sondern was wir machen ist, dass wir Leute in unserem Umfeld uns angucken und Vergleiche zu denen herstellen. Also es führt dann dazu Aussagen wie, ich sehe nicht so gut aus wie, ich bin erfolgreicher als XY. Das sind soziale Vergleiche. Und genau das passiert eben auch auf Social Media. Und da haben wir halt eben tausende Leute, mit denen wir uns vergleichen können. Und jetzt kommt wieder der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Also Leute teilen natürlich in der Regel nicht völlig realistische Aspekte ihres Lebens, sondern in der Regel teilen Leute super schöne, fancy, idealisierte Abbildungen ihres Lebens. Wenn ihr euren Feed durchgeht, dann seht ihr vor allem Bilder von irgendwie super fancy Restaurantbesuchen, tollen neuen Outfits, tollen neuen Urlauben, materielle Besitztümer spielen eine ganz große Rolle. Und wenn man jetzt aber anfängt, quasi sein eigenes Leben in Relation dazu zu sehen, dann schneidet man halt in der Regel nicht so wahnsinnig gut ab. Und das kann eben dazu führen, dass wir unzufrieden sind mit uns selbst, mit unserem Körper und mit anderen Aspekten. Und das ist tatsächlich nicht wirklich cool. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass durch diese Vergleiche auch tatsächlich Gefühle von Neid hervorgerufen werden. Neid, so hat sich relativ schnell gezeigt, ist einer der prominentesten Emotionen, die Leute berichten, wenn sie Social Media benutzen. Die finden das natürlich auch cool und berichten, dass sie sich irgendwie gut fühlen, wenn sie es benutzen, aber Neid spielt eine wichtige Rolle.
Das Problem bei Neid ist, dass es eine Emotion ist, die wir nicht gut aushalten können. Weil natürlich in dem Gefühl von Neid so ein Gefühl von Unzulänglichkeit drin steckt. Und das kann eben dazu führen, dass wir unzufrieden sind mit uns selbst, dass wir das Gefühl haben, andere Leute haben es besser als wir. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Leute auch dazu gewillt sind, diesen Neid irgendwie wieder zu kompensieren und irgendwie dagegen zu steuern. Was zum Beispiel dazu führen kann, dass man, wenn man das nächste Mal was postet auf Instagram, dass man sich dann so überlegt, ah, ich poste jetzt auch mal was, was so richtig cool ist und was so mein Leben von der perfektesten Seite zeigt, um auch nochmal zu bestätigen, dass ich trotzdem irgendwie eine coole Person bin. Das kann aber wiederum Neid bei anderen Leuten auslösen und irgendwann kommt man in so einen Endlos-Loop, der uns nicht gut tut. Genau, das sind so die Hauptpunkte, die die Forschung bisher schon herausgefunden hat, was Social Media mit uns machen kann. Ihr seht, es gibt positive Aspekte und es gibt negative Aspekte. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade in der Pandemie super wichtig ist, darüber bewusst zu sein, wo Risiken stecken und wo aber auch Benefits sind. Wie gesagt, wir sind alle irgendwie angekratzt, wir vermissen soziale Kontakte, wir sehen nicht, was bei den Leuten eigentlich wirklich abgeht und wir sind gerade besonders empfänglich dafür, würde ich meinen, auf all diese negativen Aspekte besonders stark zu reagieren. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir die Benefits von Social Media gerade jetzt irgendwie gut für uns nutzen könnten und uns wirklich so ein bisschen überlegen, was ist denn eigentlich das, was mir gut tut und vielleicht tatsächlich darüber nachdenken, mal was aktiv zu posten und sich mit reinzubringen und einfach mal auszuprobieren. Das Ganze ist aber auch trotzdem, das will ich nochmal betonen, auch immer noch noch nicht wirklich eindeutig. Und es ist auch hier wieder nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding. Aktive Nutzung ist nicht nur gut, passive Nutzung ist nicht nur schlecht. Natürlich ist es irgendwie nice, wenn wir einfach nur Zerstreuung suchen und wenn wir uns einfach irgendwie ein bisschen unterhalten wollen, dann kann man auch gerne mal durch seinen Feed browsen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich, ich sage jetzt auch nicht, dass man einfach völlig unreflektiert aktiv loslegt und Sachen aus seinem Leben postet. Natürlich muss man sich darüber bewusst sein, dass man anderen Leuten einen intimen Einblick in sein Leben gibt. Und das ist natürlich, das muss einem einfach bewusst sein. Und auch diese Plattformen leben ja von den Informationen, die wir dort zur Verfügung stellen. Entsprechend glaube ich, dass es ein gesundes Mittelmaß ganz gut ist. Und dass wir uns einfach so ein bisschen überlegen, was ist gut und was tut mir schlecht. Und da so ein bisschen drauf hören. Ich glaube, um die Frage nochmal so abschließend mit so einem Statement zu unterlegen, würde ich irgendwie auf so ein altbekanntes Sprichwort zurückgreifen, nämlich die Dosis macht das Gift. Und so ist es auch bei Social Media. Es geht vor allem darum, wie arg ihr was benutzt, was ihr macht, was ihr seht. Und einfach so ein bisschen drüber nachdenken, was es mit uns macht, kann dann tatsächlich irgendwie gut tun, wirklich das Beste aus den Plattformen rauszuholen. Ja, das wäre es soweit von meiner Seite. Ich freue mich jetzt voll auf Fragen von euch, die wir zusammen beantworten. Genau, es hat mich total gefreut, hier zu sein. Vielleicht sehen wir uns an anderer Stelle nochmal wieder. Danke, Hannes. Ich bin gerade total mindblown, weil es total krass ist, nach einem Jahr Pandemie irgendwie jetzt mal das theoretische Konstrukt zu kennen, was man jetzt auf sein eigenes Nutzerverhalten so drauflegen kann. Also vielen Dank dafür. Wir gucken mal, was die Community für Fragen gestellt hat. Und die finde ich auch besonders interessant. Hat deine Forschung deine persönliche Social-Media-Nutzung verändert? Ja, tatsächlich. Also ich bin selbst einer, der super aktiv ist, gerade also vor allem bei Instagram, viel auch selbst aktiv postet. Und ich habe tatsächlich gemerkt, also fand es schon vorher cool, Sachen aus meinem Leben zu teilen. Als ich dann aber die Forschungserkenntnis dazu hatte, dass es tatsächlich auch cool sein kann und mir gut tut, habe ich das tatsächlich auch in mir bemerken können. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel meine passive Nutzung so ein bisschen eingestellt habe. Also fix, das kann ich, also ne, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich mache das nie. Ja. Klar, also es ist super entspannend manchmal und tut voll gut, einfach nur so Zeit zu vertreiben. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, schnell so eine Stimme im Kopf, die mir sagt so, ah, Hannes, ist das wirklich cool? Kannst du nicht lieber was anderes machen, was dir mehr und besser tut? Das ist auch total was ich so aus deinem Gespräch oder aus dem Vortrag gerade so mitnehme. So die passive Nutzung vielleicht manchmal ein bisschen runterzuschrauben. Ja. Amelia fragt noch, sollten wir schon in der Schule über den Umgang mit Social Media lernen? Wenn ja, wie und was? Absolut. Ich glaube, also das betrifft nicht nur Social Media, sondern einfach den Umgang mit digitalen Technologien allgemein, aber vor allem Social Media. Mhm.
Und es ist einfach wichtig, dass man irgendwie schon früh anfängt, den Leuten, den Kindern zu zeigen, was diese Plattformen irgendwie machen. Denn diese Plattformen sind einfach da. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass vor allem so ältere Generationen auch immer darauf hoffen, dass es irgendwann dass es sich auflöst. Aber das wird es einfach nicht tun. Ja. Entsprechend ist es wichtig zu zeigen, was man eben machen kann, wie man es nutzt. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es da Sinn machen würde, wenn man da junge Leute ranholt, die das den Kindern zeigen. Mhm. Oder beziehungsweise auch die ältere Generation mit an Bord holt, weil die haben häufig einfach keine Erfahrung und scheuen sich dann davor, das zu thematisieren. Ja, voll. Ist auch eine ganz spannende Frage. Gibt es eigentlich einen Unterschied mit dem Umgang mit Social Media auf den verschiedenen Plattformen? Also denken oder verhalten sich die Menschen auf Instagram beispielsweise anders als die auf Twitter? Ja, tatsächlich. Also einmal in den Verhaltensweisen, auch natürlich in den Dingen, die dort ausgetauscht werden. Twitter ist was sehr informell ist. Also da beziehen auch viele Leute Nachrichten drüber. Oder da wird viel politisch irgendwie diskutiert. Instagram ist wirklich einfach rein bildbasiert. Da zeigt sich schon, dass die Leute vor allem eher da so ein bisschen hinterher sind, so ein besonders polishedes Bild ihrer Welt irgendwie zu zeigen. Ja. Und es hat sich halt auch gezeigt, dass vor allem so bildbasierte Kommunikation verglichen mit jetzt nur Text tatsächlich psychologisch noch mal stärker wirkt, weil es einfach ein höheres Maß an sozialer Präsenz schafft, wenn ich einfach ein Bild sehe und nicht einfach nur Informationen rausgelöst aus einem Kontext. Ah, spannend. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Hast du denn ganz konkrete Tipps, wie unsere Zuschauer und Zuschauerinnen mit Social Media gesünder und so ein bisschen ausgewogener umgehen können? Instagram, das muss man ja ehrlicherweise sagen, die sind auch tatsächlich ziemlich stark hinterher, das Wohlbefinden der Leute zu schützen. Na klar, also die sind hinterher, dass die Leute auf der Plattform bleiben und nicht abspringen, wenn es ihnen schlecht geht. Es gibt natürlich so ein paar ganz coole Tools. Einfach so was ganz Simples wie die Zeit tracken. Es gibt diese My Activity Function. Da seht ihr einfach, wie viel Zeit ihr in der letzten Woche auf Instagram verbracht habt. Und einfach nur so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Zeit es eigentlich ist, die ihr da verbringt, das kann schon helfen, seinen Konsum so ein bisschen zu kontrollieren. Ja. 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 Die versuche ich auch immer zu nutzen. Ich muss aber sagen, dass ich ganz schön oft auf dieses heute mal nicht klicke und dann noch ein bisschen weiter scrolle. Aber ich versuche mich zu bessern. ich gucke hier noch mal kurz durch die Fragen. Inwieweit beeinflussen denn deiner Meinung nach InfluencerInnen und Stars auf Social Media die eigene Psyche? Wie können Influencer oder Leute mit großer Reichweite als Vorbild fungieren? Die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Also wirklich eine große Rolle. Ganz einfach auch deshalb, weil sie einfach die Leute sind, die am meisten Inhalte auf Instagram zum Beispiel teilen. Die aktivsten Nutzer. Das sind die aktivsten Nutzer. Ja. Das heißt, wir sehen, wenn wir unseren Feed durchgehen, Content von Influencern. Mhm. Entsprechend haben die natürlich einen großen Einfluss auf uns. Also nicht umsonst werden sie auch einfach als Marketing-Tools benutzt, um den Leuten halt was zu verkaufen, getarnt als persönliche Recommendation. Also die haben Einfluss auf uns. Mhm. Und das ist so ein bisschen wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Wir verlieren eben häufig so ein bisschen die Sicht darauf, wie die Realität eigentlich wirklich aussieht und was die Leute eigentlich machen. Es ist wichtig, dass man das als Geschäftsmodell begreift. Mhm. Es ist wichtig, dass man guckt, dass da in manchen Fällen vielleicht nicht unbedingt die wirkliche persönliche Recommendation hintersteckt, sondern dass da Geld hintersteckt und dass die Sachen verkaufen wollen. Mhm. Aber an sich kann es auch cool sein. Ne? Also Influencer sind auch inspirativ, geben uns was, motivieren uns, was zu tun, was in unserem Leben zu verändern, im kreativen Bereich oder Fitness oder whatever. Ja. Danke für die ganzen Fragen. Ich konnte auf jeden Fall richtig was mitnehmen. Also vielen, vielen Dank für deinen Input. Cool. Da bin ich richtig, genau. Da musste ich noch kurz mal gucken. Hier geht es gleich weiter mit einem Talk von Leila. Und in dem spricht sie zu den Themen Heimat, Zugehörigkeit und Schubladendenken. Ich glaube, das könnte für uns alle ganz spannend werden. Bis gleich. Applaus